So, jetzt, Hallöchen. Ruckelt ein bisschen, tut mir leid. Aber jetzt seht ihr auch oben einen kleinen Namen. Ich muss gerade kurz FPS nachladen. So, ich habe mich jetzt wieder auf den Flächen, in den TS gepackt. In meinen Channel. Und ja, weil ich nachher mit anderen Kollegen noch spielen wollte. Deswegen seht ihr oben links auch meinen Namen. Und ich versuche auch, wenn ich die Cutscene habe, dann wegzumachen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier... Ah! Ich bin zu graben. Sofort. You are hiding what you are saying. You have muted your microphone. Also. Legen wir mal los. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bische? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Wie es jetzt aussieht, ich habe mich jetzt genötigt hier, habt ihr kurz gehört, dass ich jetzt kämpfen muss, so angeschlagen wie ich bin. Herrgott! Mach diesen Lümmel fertig, Bix! Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird.
glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mann. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Ja, wo muss ich hin? Hier. Da nicht. Da hoch? Hä? Ich bin verwirrt. Und? Ja, ich bin verwirrt. Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Ich hatte so eine schöne Cutscene und da wurde ich jetzt erstmal geweckt von dem schönen Spiel, aber so wird es erstmal klappen. Ich mache mit Ton ein Tickchen leiser. Ich weiß ja nicht, wo jetzt Steuerung. Pater Noster, qui es in celis,
Sanctificetur nomen tuum. Ich weiß jetzt nicht, wie es hierher kommt. Da brennt alles. Ich. Da lang. Blocken. Okay. Immer noch Albträume. Brauchst du Hilfe? Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der